Are you ready? Yeah. Ja, der Fettsack ist ready. Und wir fangen an mit einer epischen Treppe nach unten. Ich müsste jetzt Ebene 35, glaube ich, sein. Na schön, ich bin schon x-mal gestorben davon. Ja, ich bin 35. Und ich bin schon. 35? Ja, Ebene 35 und Level 37. Und wie oft bist du gestorben? Allein in nur, ich glaube, zwei, drei Ebenen bin ich. Ich bin immer nur in zwei, drei Ebenen abgekackt nachher. Also nach, ab Ebene 32 oder so, sechsmal. Mein Gott. Es sieht hier so. War ein Boss. Früher bist du nie gestorben. Früher bist du nie gestorben. Nein, nicht du. Ach, das ist meine Mutter mit Wäsche. Oh, Drack, empfangen. Empfangt ein Opfer. Ach so, ja. Empfangt mein Opfer. Wuhu, hätte ich ja gar nicht Pause machen können Pause machen müssen beim letzten Mal. Ach, fu. Wusstest du, dass Fallenstapeln echt lustig ist? Was ist lustig? Fallenstapeln. Nö. Ja, mit welchem Account, ach, mit welchen Typen spielst du eigentlich? Mit dem Vibe. Boah. Wie hast du es genannt? Marcila oder Marcinho? Nein, Olga. Ja was, ich habe damals gefragt, wie ich die nennen soll. Wie heißt der Hund? Olaf. Fähigkeiten spammen, wie blöd. Endlich mal ein vernünftiger Boss, ey. Bei dem ich mir auch hier Tränke reinschmeißen muss, wie blöd. Oh, Drak. Der gute alte Bondi. Lup. Lup. Na, ich habe nicht genügend Mana. Deine Mutter hat nicht genügend Mana. Alter, der hat so viel TP, das ist ja abartig. Haben sich denn TPs zu so einem Penis geformt oder was? Alter, du weißt gar nicht, wie viele Tränke ich mir reinpfeffern muss. Große oder kleine? Große! Du hast kein. Ey, der beschwört so viele kleine Viecher, das ist krank. Ich darf mir so oft Mana-Tränke reinziehen, ey. Ah, ich spam meine Fähigkeit, wie blöd. Fuck, ich bin schon wieder fast tot. Ah, boah, ist der Boss nett. Der schleudert mich aus den ganz vielen kleinen Gegnern raus. Sie haben auch ein Herz. Aber ich glaube, der Wichser heilt sich hier gerade. Okay, sie haben doch kein Herz. Nein, hier ist das Portal. Ne, ich hab gedacht, hier sind irgendwo Steine, die ihn heilen, aber ne, scheint nicht so. Oh, schön. Schön, wenn man sich eine kleine Verteidigungslinie aus Fallen aufbaut. Ich frag mich gerade, warum ich mich nicht heile. Ich hab die Fähigkeit doch geskillt, verdammt. Doch nicht umsonst, ey. Was? Ich geb dir
Tue nichts Gutes, dann passiert dir auch nichts Schlechtes. Was? Tue nichts Gutes, dann passiert dir auch nichts Schlechtes. Ey, der Wichser tötet seinen eigenen kleinen Opfer, um sich zu heilen. Seine kleinen. Opfert seine kleinen eigenen Viecher, um sich zu heilen, ey. Schon wieder fast tot. Boah. Davon, du weißt es zwar nicht, aber ich habe eine Fähigkeit geskillt, die mit 20% Erfahrung, Ruhm und 80% Effektivität von Tränken erhöht. Und ganz Ernte, ich brauche sie hier gerade. Alter, er hat sich schon wieder geheilt. Trotzdem bekomme ich ihn langsam aber sicher down. Was ist passiert? Achso. Ein Battle auf. Ey, kennst du den indischen Michael Jackson? Ja, den kenne ich. Glaub mir, den kenne ich. Ich finde ihn irgendwie besser. Also, dieses. Er hat mehr Farben. Und ein Bart. Ein Bart macht sympathisch. Ja, davon wollt unbedingt bei einer Aufnahme dabei sein, das seht ihr richtig. Das hört ihr richtig. Ich korrigiere. Jetzt. Naja, so viel hat er sich jetzt nicht. Bekommen wenigstens genügend Tränke. Jetzt stirb weg! Komm, so viel fehlt da nicht mehr. Ja, hab'n gleich. Boah, jetzt lebt er immer noch. Er ist tot, geht doch. Wuhuhu! Ich hab nur 10 Minuten gebraucht, ungefähr. Beschissen, ja. Ach, aber mein Hund braucht nur 35 Sekunden, um zur Stadt zurückzukommen. Ne, 23, geil, ne? 23, das hättest du auch gern, wa? Auch so ein netter Skill. Dein Hund ist stärker und er braucht nicht mal so lange, zur Stadt zurückzukommen. Hahaha, mein Inventar ist voll, ist ja geil. Ey, weißt du, was eigentlich auf Indisch Polima heißt? Das heißt, schieß eine Kugel. Noch nö. Ey, in der Waffe bringt das plus 9 Minoschaden. Wow! Plus 9 Minoschaden. Brauche ich nicht, mir überlegen. Ach komm. Scheiß drauf, die Tränke einfach mal alle behalten. Man weiß ja nie, wann man sie mal wieder braucht, ne? Und ich habe schon in der letzten Folge rumgemeckert, dass ich den epischen, ein geiler Helm, ein seltener Helm, episches Stachelstirnband, ne? Nachher bei einem Unfall, alle Leute, Motorradunfall, die Leute im Auto sind tot, der Motorradfahrer überlebt, denn er hat den geilsten Helm. Ein Stirnband. Den ganzen Schlag abgefangen. Das ist so unwitzig, ey. Ein Stirnband. Ein Stirnband.
Hey, und Olaf ist gleich schon wieder zurück. Oh, und ich habe das Spiel jetzt fast zu zwei Dritteln durch ungefähr. Nach 7,5 Stunden. Ich meine, ich spiele sie auch schon etwas öfter. Wie viel hast du durch? Ein Drittel nur? Ungefähr zwei Drittel. Oh mein Gott. Ja, schön, ne? Kennst du das Spiel Mortal Kombat vs. DG Universe? Nein. Ich auch nicht. Hey, für Torchlight getan, ja, so heißt die geile Stadt. Ich kann euch gar nicht genug dafür tarnen, ja, und, nun, aber ich... Lol. Warte. Ich glaube, ich habe die normale Story gerade durchgespielt. Ich habe keinen Plan. Wegpunkt aktiviert, ja, wo ist die Treppe nach unten? Mal blöd gefragt. Mal gucken, einfach mal das Tor zur Stadt nehmen. Ich meine, das wäre jetzt echt episch. Wenn ich 15 Minuten aufnehme und sich dann herausstellt, ich habe das Spiel durch. Boah, als ob ich es nicht... Boah, nee, ne? Jetzt sag nicht, dass genau das eingetroffen ist, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Oh, episch! Als ob ich es irgendwie nicht gewusst hätte. Ist er tot? Nee, warte. Nee, irgendwas anderes scheint das sein. Irgendwelche Quests kann ich jetzt in einem... auf einem Friedhof in irgendeinem Gewölbe machen. Ich glaube... Habe ich jetzt die Story durch oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Was sagt die Tussi? In so einem Geblabber, was die Leute sowieso nicht hören. Okay. Ja. Ah. Hey, auf Wiedersehen. Deine Mutter sagt auf Wiedersehen. Alle heilen 5. Hey. Lest du dir einen Text durch? Alle heilen 5. Ja. Stell dir vor, das tue ich. Ich hasse die Texte, die machen einfach keinen Sinn. Hey, ist ein bisschen Story. Die Story, das Spiel hat keine Story. Deine Mutter hat keine Story. Ich habe nur verstanden, dass ein alter Opa gekommen ist und das war's. Und er scheint böse zu sein. Sonst will ich nicht herjagen. Haha, nur noch alle heilen. Hast du eigentlich schon den Opa in seiner Drachenform besiegt? Ja, habe ich gerade getan. Da war ich schon längst. Das erklärt auch mein Level. 42. Ich habe das Spiel einfach gesuchtet. Und danach kann man nur noch in diese Untergrundkacke rein. Ja, und das ist voll nervig da. Gibt's da auch noch Bosse? Ja, nicht so schlimme, also so welche mit viel Leben halt. Ja, das war der Opa auch. Ja, dann hast du dann für dich an, das sind dann die Bosse da. War das jetzt die Story oder war das jetzt die Story nicht? Grab der Erweckten. Oh, ich habe keine aufrechte Maustaste. Ah, nee. So. Weil wenn hier jetzt nicht mehr wirklich was kommt, dann sage ich lieber, dass Torchlight erstmal beendet ist. Weil... Ich musste vor langer Weile sterben an diesem Dungeon. Oder so nervig. Nachher kommen
Hast du schon gegen Bäume gekämpft? Ja. Also in schon in der Story. In der normalen Ebene. Ach so. Aber mach jetzt das für Bäder, das ist wirklich so. Ich mache es mal ein bisschen und dann gucke ich mal, ob ich das Projekt für beendet erkläre oder nicht. Ich meine, hey, bringt ja echt viel, wenn man auf einmal bemerkt, ach, ich mache mal Pause, ich habe ja einen Boss besiegt und dann in der nächsten Folge feststellt, oh, das war der Endboss. Hm. Schon etwas komisch. Hey, Ruhm erhöht und Stufe erhöht gleichzeitig. Boah, ich bin so cool. Leider nur Glück gehabt. Deine Mutter hat Glück gehabt. Hat sie auch. Sie hat ein wunderschönes Kind geboren. Ein wunderschönes Kind geboren. Quest abgeschlossen. Und jetzt kommt's. Hey, jetzt mache ich das Spiel nochmal mit allen beiden anderen Charakteren. Wuhu! Ach, hast du noch in der letzten Zeit eigentlich noch Mädchen gespielt? Nein. Ich habe schon seit Jahren kein Mädchen mehr gespielt. Bestimmt gestern Abend noch. Nein, habe ich nicht. Hey, drei Hebel einfach mal alle umlegen. Passiert bestimmt was ganz Tolles. Nichts. Hast du eigentlich nur die ganze Zeit gegen Drachen gekämpft? Jetzt vorhin, ja. Das war einfach übertrieben gerade. Der Boss ist so übertrieben, ne? Ich bin eigentlich zweimal gestorben. Haha, ich bin kein Mal gestorben. Ich hab mir auf einmal mein ganzes Leben einen Schlag weggemacht. Das waren wahrscheinlich alle, auch die ganz kleinen Viecher, die er ständig beschworen hat. Das waren keine kleinen Viecher, die sind auch stark, ja? Sagen wir es mal so, ich habe 88 Punkte in Verteidigung. Ich habe eine Verteidigung von 173 bis 346. Ich habe nur die normale Story gemacht. Ich habe nicht in der Stadt diesen einen Typen genommen, um in diese Höhlen zu gehen. Bis ich dann das erste Mal gestorben bin, oder das zweite Mal, in Ebene irgendwas mit 30, wo man in diesen dunklen Palast reingehen muss. Und da habe ich gesagt, nee, Kumpel, ich verreck mir da zu viel. Bin ich zurückgegangen, bin ich von dem Typen, habe die Quests von denen gemacht und habe dann beim Levelausstieg nur in die Verteidigung geskillt. Ja, bei den Typen, deswegen habe ich auch nicht so hoch gelevelt. Deine Quests sind eigentlich richtig gut. Mhm. Aber hey, wenn man 20% mehr Erfahrung bekommt. Okay. Ist schon geil. Hey, da ist wieder so ein Drache. Specky. Auch wenn er Drache ist. Ich nenne ihn Specky. Miau. Muss ich irgendwann dann mal sagen, ja, das Projekt ist beendet und irgendwann als Special, haha, Bitches, jetzt mache ich Torchlight weiter. Und dann sagst du, ja, Projekt beendet, dann ein paar Tage später hast du dann 52 Abonnenten. Tja, Bitches, jetzt mach ich nur noch Torchlight. Und I owed you so fucking hard. Nebenbei gesagt, du hast ja mit Magier gespielt. Hast du die überhaupt heilen hast du die überhaupt heilen geholt? Heilen? So? Nö. Ja, hättest ich du vielleicht. Ich hab eigentlich nachher nur auf den Meteoriten geskillt. Der Meteorit ist voll abgegangen. Ja. Der hat auf den Endboss drauf, aber so verlierst du voll schnell Mana. Ja. Deswegen habe ich mir als Magier auch nachher noch eine Fähigkeit hochgebracht, die deine Mana-Regeneration erhöht. Ich hab das nie gemacht, ich brauch sowas nicht. Du hast ja mit der Englischen gespielt. Ich war Godlike. Ich konnte nichts lesen, deswegen. Deutsche Version FTW.
Boah, ich weiß gar nicht, wie oft hast du die Demo gespielt? Demo? Was ist eine Demo? Nein, aber es gab eine Demo von dem Spiel. Boah, ich hab die mir geholt, ey. Ich hab die, glaube ich, 3 oder 4 Mal durchgespielt, ey. Oh mein Gott. Und die Demo... Du hast mir nur die Credit-Datei gegeben. Dann habe ich die weitergezockt. Ja. Aber schon geil. Jeden Abend so 2 Stündchen dran. Ja. Denn, naja, gecrackt. Also ich meine, ich käme nicht dran. Oh, ja, sehr logisch. Hier war an der Wand so ein so ein Rüstungsständer. Ich klicke drauf, was passiert? Die Waffe ist auf der Ebene, die Rüstung ist auf einmal auf der Ebene über mir. Ja, kein Spiel ist perfekt, ja. Die müssen die Grafik in HD machen oder so. Das Spiel ist ja so konzipiert. Hast du eine Ahnung, wie klein das Spiel ist? Also das normale... Ich weiß, 700 MB, oder? Weiß ich nicht. Also das Torchlight hier, das ist, glaube ich, so 400 MB gewesen. Ich glaube, die nur englische Version war nur 400. Also, wenn man da so... Okay, Strich. So, das war der. Wenn man so die Versionen vergleicht, dann geht eigentlich eine Menge durch die Sprachausgabe weg. Ja. Und was deswegen auch... Deswegen, Leute, lernen Englisch. Oder Leute, oder Spielemacher, was noch geiler ist... Hey, da liegt ein Truhe. Was noch geiler ist, dreht einfach die Grafik nicht so hoch. Macht nicht einfach immer die geilste Grafik, ey. Die CD ist immer voll, weil irgendwelche Leute immer meinen, die geilste Grafik nehmen zu müssen, ey. Bestes Beispiel Minecraft. Ihr braucht keine tolle Grafik. Das Spiel ist auch so geil. Hast du eigentlich Minecraft schon in letzter Zeit gezockt? Ja, habe ich. Ich habe lange nicht mehr gezockt. Ich glaube, 1 Monat ist sicher. Truhe und eine epische Kanone. Ich schätze mal, bei der Truhe ist eben eine Sense. Hey, ich bin überlastet. Wie cool. Hey, das ist dein einzigartiger Gürtel. Der irgendwie schlechter ist. BMW 5er kommt. Und die Truhe. Komm. Oh, auf einmal kommt der Spinn. Oh, oh mein Gott, ich habe hier überall Fallen stehen, ey. Olaf, geh mal zurück. Geh mal zur Stadt und brauch dafür nur 23 Sekunden. Das ist echt lustig. Und dann bin so gut wie ich natürlich bin, bin ich dann natürlich mal wieder den falschen Weg gelaufen. Boah, kommt da immer neue Gegner raus. Genau, als ich schießen wollte. Ui. Oh lol, ist so ein Hund. Ah, 2 Minuten. Es wird Zeit, sich was zu essen und zu trinken zu holen. Stimmt, muss ich gleich auch, aber aus einem anderen Grund. And I keep running, 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 running. I keep running, 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 running. Dann nenne ich nachher irgendwann, sage ich da nicht mehr Torchlight beendet, dann sage ich einfach nur pausiert wahrscheinlich. Könnte ich dann sagen. Oder vorzeitig beendet. Naja, wie man es will. Boah, wie fett ist diese Scheißebene noch? Ich meine, ich spiele nicht mehr eine halbe Stunde, aber... Hey! Irgendwas mit Beschwören war dabei. Nur Scheiße. Piu, 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 piu.
verdammt. La. Pam. Ping, voll in die Fresse. 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 Treppe nach unten. Alter, diese scheiß Drachen, ey. Ich gehe jetzt erstmal noch neben nach unten. Guck mal. Ja. Komm schon. Komm schon. Jetzt hau rein. Na danke. Schmelzendes Gefängnis, also irgendwie weiß ich nicht, ob es mir hier so toll gefällt. Hund, tschu, ab in die Stadt. Ab in die Stadt, na 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 na. In die Stadt, na 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 na. Und Gott ist wieder da. Alle wieder weg, Leute, ganz schnell Amok. Wegpunkte. Ja, hier fehlen noch eine ganze Ecke Wegpunkte. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Kann man wirklich nur noch in diese komischen Grottendingen rein? Ja, aber nach 800 weiteren Ebenen kommst du woanders. Ach, in Ebene 3. Ja, das ist jetzt so ein Endlos-Gedöns. Und hier steht... Flug 1 Brack Banner Branders episch Eispickrager. Hä? So, vielleicht das ist ein Flur 1 kranker Bar. Ich hab so keine Ahnung. Aber mehr scheint es wirklich nicht mehr zu geben. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ich hier. Hey, ich gehe einfach mal in den Hort runter. Mal gucken, was hier, ob hier noch vielleicht doch noch was ist. Das ist das LP, wer es mal beendet. Wie witzig. Nein, meine FPS-Anzahl ist so hoch. Dadurch wird die Aufnahme nachher so groß. Nein. Und dadurch bekommst du AIDS. Nein. Cool, mein Hund halt mich regelmäßig, auch wenn das nicht braucht. Ha, 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 ha. Heal, 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 heal. Und nö, hier gibt es nichts mehr. Höchstens eine Ebene nach oben. Der Bleib mal da so raten, der gerade in LOL drin ist. Deine Mutter. Genau. LOL! Also jemand, der... Champions Game raus. Wie geil. Also, wer das Spiel dann jetzt weitergespielt hat, der kann mir ja mal sagen, ob es wirklich nur noch diese Ebenen da unten gibt und ob dieser eine Typ wirklich Flur 1 gemeint hat. Yo. Und... Sonst würde ich dann erstmal sagen, ne, Projekt erstmal vorzeitig beendet. Ciao, Leute! Tschüss! Ich bin der Beste. Nein, bist du nicht. Ich bin der Beste, du bist der Geilste. Das Thema hatten wir schon oft genug.